Hallo und herzlich willkommen zurück bei We Happy Few. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Wir haben eine feindliche Übernahme irgendwie gemacht, indem wir da das Zeug ausgestellt haben mit irgendeiner Dokumentenabteilung. Ist vielleicht eine Quest, was man bekommt eigentlich, aber ich mache die gerade irgendwie einfach. Keine Ahnung. Und jetzt soll ich zu irgendeiner Forschungsabteilung, aber ich habe nicht mal Ahnung, wie wir da reinkommen. Soll ich einfach da rein? Visit 1984 in the Wellington Worth House of the Future. Have you ever wondered what life will be like 20 years into the future? That would be the year 1984. Yes, it sounds like a very long way away, doesn't it? But 1984 may be closer than you think. At the Wellington Worth House of the Future, you can imagine yourself in 1984 when machines will clean your house while you nap. That'll make the wife happy, won't it? And will also have pills that replace food, so you'll never have to eat again. Beef Wellington. Delicious. Now the inventors at the Department of Scientific and Industrial Research have all sorts of amazing things in store. We'll have typewriters that type the words for you as you say them. And imagine being able to listen to your own music anywhere you go. In phone booths. Yes, there'll be a built-in record player. Just bring your favorite records along when you go for a spin in your flying car. And of course, we'll always have our joy. We couldn't do without that, could we? It won't change a bit. It's perfect, just the way it is. Jetpacks. Okay. Fashion of the future. Das schaut total creepy aus, Alter, mit diesen Masken. Play music and make phone calls. You say it, this types it. Let a machine clean your house. Ja, bestimmt nicht das Ding da. Ich meine, das ist riesig, Alter. Wie groß sollen die Häuser denn erst sein? Workers only beyond this point. Gut, dass ich meinen Mantel dabei habe. Versuche genug Schlaf zu bekommen, wenn du müde bist, lässt deine maximale Ausdauer nach. Now, if I were to disable the quarantine gates, where would I be? If it's not down here, I bet it's in that office. Hargreaves, is the vulcanizer gas stopped? We need to adjust the flow mechanism. It's still wasting a lot of motor lean. Alter, der Sound. Soll ich hier rumschleichen? Ich habe keine Ahnung. Tötest du mich? Nö. Ich bin ein Worker. Ich bin ein Worker. Was soll denn das sein, Alter? Laserkanonen? Select Rave Simulator. Komm schon, Alter. Ihr baut doch einfach irgendeinen Mister und Pneumatik kennen. Was ist das, eine Kartoffel? Was war denn hier? Orcry Pneumatic Cannon. Whether the next war comes by air or sea, we'll be ready. Brain a little sluggish in the morning, spark up to gray cells with the electrowave stimulator. Alles klar. Macht's ruhig, beschießt euer Gehirn mit Mikrowellen in der Früh. So. Hot Flash. How so hot? The hottest new kitchen application in town. Alter, das Ding ist riesengroß da hinten. Resolute Multi-Lane is better. The Floker. Okay, das ist cool. So ein Ding, was rumfliegt und ein... Alter, was magst du? Nein, sitzen, ja, bin ich bescheuert. Stört es euch, wenn ich da hochgehe? Eigentlich nicht, ne, weil ich habe ja das ausgeschalten. Also mit einer Fähigkeit. Ja gut, hier wäre ich ja so auch hochgekommen. Hey Leute, was geht so ab? Was kann ich hier aktivieren? No
working. I better go downstairs and see what's wrong with it. Ich weiß nicht mehr, was das für einen Sinn hat. Warte, was war das? Scotch. Scotch ist immer gut. Kann ich das vielleicht zerstören dann oder komme ich da gar nicht rein? Do not disturb under any circumstance. I'm thinking. Awkward. Locked, of course. Can't have the staff running in and out asking questions, can we? I'm solving a very difficult equation. Leave me in peace. Apparently Confucius was wrong. The way in is not by the door. Someone please send Hargreaves up here. I can't be down on the floor all the time chasing people. Zack. Okay, ich sollte besser nach Hause gehen. How do I get up in there? That glass looks fairly solid. Might need a gun to break it. Or a cannon. There does seem to be a rather large cannon here. I'd have to rotate it, but it is on a circular platform. Alter. Has anyone seen Hargreaves lately? This seems to turn Motulin crystals into gas. A lot of gas would charge up that cannon. I'll probably need some sort of valve handle to unblock this, I think. Okay. This seems to be in operating condition. It's a prototype for some sort of torch you use in the kitchen? Doesn't seem to have all its bits. I wonder if I could find something around here. Jetzt hat er gerade eigentlich gegen seinen Brustkorb geklopft. An electrowave stimulator. What does it do? I suppose it stimulates electrowaves. That doesn't sound right. Seems to be missing a battery. These machines don't seem to be in tip-top condition, do they? Fehlende Achso, Elektrowellenbatterie. Das müsste ich drehen. Hä, was kann ich jetzt be. Okay, was ist da hinten? Oh. Warte mal. Please don't struggle. Du, danke. Okay. Langweilig. Gib mir mal dein Zeug, hast du einen Schlüssel dabei? Oh, ein Hackmesser. Geil. Damit kann ich diesen Hacker bauen. Du, nichts passiert. So, was ist jetzt hier? This could be useful. Alter, mach mal schneller hier. Dämlicher Penner. WC und Shower. Ey, könnt ihr mal draußen bleiben? A white bird stood upon the roof. Please don't make a fuss. Ihr nervt, Alter, mit eurem Rumgerne. Hey, will noch irgendwer rein? Oh, warte. Oh. Halt, ich muss das Ventil aufheben. If I hadn't smoked in high school, I could carry a bit more. Ich hab's gewusst. Oh, warte, das kann weg. Das kann weg. Sag mir, dass das eigentlich auch Mist. Aber das bauen wir ja um.
Hey Leute, was geht so ab? Und jetzt? Bin da noch? Alright, let's see what I can do with the console now. Schien nutzen, um eine Tür zu sprengen. Oh, I wonder what the wife's got on the stove. We do have someone next door. Who are you? I have completely lost my mind. Why? Oh, geil. Why aren't you happy? You need to be happy. Komm mal her. Komm mal her. Danke. Komm mal her. What have we come to? Scheiße, ich kann das nicht absperren. Ah, verdammt. How'd you get in? Ah, verdammt. Niemand hier. Muss ich jetzt euch alle hin? Can't we work something out? No. Was soll ich wissen, dass man hier nicht rein darf? Hat da vorhin auch keinen interessiert. Gebt mal in euer Eck da. Töte ich die da unten eigentlich? Ne, das ist das Falsche. Oh warte, ich bin verletzt. Was soll denn der Scheiß? Ach, ich kann... Ah! Warte, ich brauche die Kanone. Was für ein Trottel. Kam der her? Hä? I need more than a breeze. I need a bloody great blast of air. How do I kick this up a notch? Ach so. Entschuldigung, ich konnte mich nicht beherrschen. Nochmal. Ach so, ja, da komme ich jetzt nicht weiter, ne? Gehen wir so. Und gehen mit dem da hin. Ah, nochmal eins weiter. Ja, so schaut es dann gleich gut aus. Eins noch. Now that you all had our little laugh, could you please point it at the window or something? Please point the sublimator away from the vulcanizer. The vulcanizer? Why is the sublimator still off gassing? For heaven's sake! Hahaha!
Geil. Hey Kumpel, ich nehme mal deine Sachen mit. I suppose you're who I have to thank for the hole in my wall. Oh, did knock. Don't be silly. Do you know how long I've been asking them to fix the hot flash? I can't even remember. Oh, the power cell was missing. Oh, for heaven's sake. They said they had to wait for a part. Look, without help or even a manual, you fixed three machines and triggered a chain reaction. Yes. Well, sorry about that. I need a chap who can figure things out. Would you like a job? I'm afraid I'm sort of trying to get out of town. Why? This is the best of all possible worlds. Nothing gets done, but everyone's happy. You seem sort of exasperated, actually. Well, don't tell anyone, all right? How are you getting past the quarantine gates without a Framistat? I was hoping to get one from, here. They've been pestering me for one. Tell you what, I'll give you one, and when you're done with it, give it to them from me. Oh, that's very kind of you. I will. Here, look around. If there's something else you can use, take it. Was ist das? Oh, cool. Wo geht's da hin? Oh, what? Ich bin hier ganz oben. Cool. Es ist immer irgendwas dahinter. Schockgranate? Das ist Sandman. Was zur Hölle ist das Sandman? Eine wirklich tolle, schockierende und betäubende Waffe. Tatsächlich eine der besten, die du herstellen kannst. Fügt massiven Schaden zu. Sehr haltbar. Kann Blutung verursachen, kann Betäubung verursachen. Boah, was zur Hölle? Wow. Ich liebe diese Waffe jetzt schon. Alter, da fällt mir ein, ich habe die eine Waffe gar nicht mehr, nachdem mein ganzes Spiel verreckt ist. Mein Spielstand, die vibrierende Arschwaffe. Diese komische Keule, den Zauberstab da. Ja, wie halt einfach, dass er ruhig dort steht und blöd schaut. Wo geht's denn da eigentlich hin? Auf der anderen Seite, ne? Wie spät haben wir es eigentlich? Ah, okay. Ach, die Kantine. I see someone's in the calf. If you don't have anything pressing to do, would you kindly bring me up some tea? Nein, du kannst doch den Scheiß selber holen, Alter. Wie bin ich hier nochmal reingekommen? Da einfach? Da unten? Aua. Oh shit. War nicht die hellste Idee, Mann. Hä? Ah, jetzt halt. Ich muss was futtern. Auch eine Leberkäse mehr rein. Hab ich noch was zum Saufen dabei? Ah, Pammelmusensaft. Und raus hier. Ein ärztlicher Kunstfehler. Hä? Was zur Hölle? Ich habe immer noch keinen Plan, was ich eigentlich mache.
Außer, dass ich eine fettgeile Waffe bekommen habe. Voll krass fettgeile Waffe. Schreibt sich auf. Now is the time to dare and endure. Right, Mr. Churchill? Komm ich da eigentlich durch? Ohne dass das Ding versucht, mich umzubringen? Scheinbar. Hi, Kumpel. Nothing to see here. Ich will aber da durch. Oh, come on, you pack rat. You can't take all this with you. Was ist das eigentlich? Das ist wieder auch 7. Schmeiß mal weg. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich vorhab. Was ist denn das? Achso, das ist das Wissenschaftslabor jetzt gewesen. Da hoch. Und wie komme ich da hoch? Muss ich da außen rumlaufen? Halt, stimmt, ich darf ja rennen. Geht jetzt einfach mal in die Richtung. Ich will aber da nicht so links rumkommen. Weil hier scheint es irgendwie hoch zu gehen. Quarantine, Feuer, irgendwas. Die Umgebung gefällt mir, die gefällt mir. Hausbesuch, einen anderen Weg zum Gesundheitsinstitut von Wellington finden. Was ist das? Oh dear, I've forgotten about the headmistresses. Die Direktorinnen? Geh mal weg. Die da? Oh shit. Polarität umkehren? Ah, verdammt. Hau rein. Ist die aus? Nö. Der da ist aus. Scheiße. You are not authorized. Please clear the area immediately. Wenn ich einfach durchrenne? Ah, okay. You are not authorized. Please clear the area immediately. Du. Leck mich. Please step away immediately. But how do they get close to weather maintenance and such? Ja, indem wir einfach vorbeirennen. I think the fog. Hahaha. Ein Scheiß könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ey, hör auf mich anzuschauen. I wonder if she's powered from in here. Scheiße, ist hier eigentlich irgendjemand? Ha. Darf ich hier rein? Keine Ahnung, du brauchst einen Kaffee, ja? Unbefugt? Nö. Eins. Gut, dass das Thema alles einen Scheiß interessiert. Hey, Kumpel. Ha! Now, headmistress can't scold me for breaking quarantine. Oh, Scheiße. Warum fliegen da Viecher drumrum? Du, dass das Spatzenhörner sind? Oh mein Gott, eine Flasche an der Wand. Oh, Scheiße! Alter, das war so dumm, Alter. Das war so dumm. Also gut, bevor wir jetzt hier weitermachen, bedanke ich mich jetzt mal fürs Zuschauen.
Und macht's gut bis zur nächsten Folge von We Happy Few. Macht's gut und Servus.